Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Wochen oder Monaten waren wir mal zusammen im Studio zufällig. Zusammen mit Reezy und Reezy Kalim. Kalim, ja. Ja, Mann. Und der Song ist auch auf dem Album. Da ist ein Song, Cash da, zusammen mit den beiden. Richtig geil, wie ihr euch auch versteht. Auf Songlänge. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ihr irgendwie auf längere Formate gut funktioniert. Ihr seid einfach so ein krass im Kopf auf einer Wellenlänge. Safe, Ja, wie safe, viel safe, Spaß safe. macht es zum Beispiel mit Kalim zusammenzuarbeiten? Ihr beiden habt euch ja jetzt richtig krass gefunden auf Ich liebe mehreren Kalim, Songs. Bruder. Ich schwör's dir. Ich liebe den. Von tief in meinem Herzen, Bruder. Ich schätze ihn wirklich sehr als Freund. Ich schätze ihn sehr als Künstler. Und was viele Leute nicht wissen, Bruder, ich bin mit Kalim, seiner Mucke, groß geworden. Er ist ein, 2 Jahre älter wie ich. Krass. Weißt du, was ich meine? Sechs Kronen Bruder, der hat sich damals eine Glatze gemacht. Ich habe mir damals eine Glatze gemacht. So habe ich Kalim gefeiert. Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht, was West Coast Chopper ist, Bruder. Aber der hat ein West Coast Chopper T-Shirt getragen, Bruder. Ich wollte immer eins haben. Bis heute habe ich keins. Bruder, Kalim hat Sachen in seinen Songs gesagt, durch die ich erst andere Sachen kennengelernt habe, Bruder. Und er war ein, 2 Jahre älter wie ich, Bruder. Er ist nicht mit Rap gekommen. Er ist von der Straße gekommen und hat dann Rap gemacht. Weißt du, was ich meine? Ich bin mit Rap gekommen, Bruder. Weißt du, ich meine? Und für mich ist Karl eine Legende, Bruder. Für mich gibt es nicht, wer größer ist wie du und, Digga, weil er größer ist, ist er krasser. Nein, Bruder, es gibt Sachen. Kalim, Bruder, hat meine Jugend geprägt, Bruder. Bruder, ich habe Kalim, Bruder, im Knast auf Kassette gehört, Bruder. Komm, wir drehen eine Runde um den Block. Wenn ich eine Runde im Barrio drehe. Für mich hat er diese Zeile auf Kästa gebracht, als Überraschung so. Pechschwarz, man. Mattschwarzer Cabriolet, wenn ich meine Runden im Barrio drehe. Bruder, ich hab's gehört, ich dachte, Digga, du bist so krass, Alter. Der hat's für mich gemacht. Weißt du, was ich meine? Bruder, das ist. Ich liebe den Jungen, Bruder, ja. Der hat. Die Sache ist, Mann, der Motherfucker ist ein Genie, Bruder. Und er ist eigen. Warum ist er ein Genie, Bruder? Mein Bruder, der Beste ist der, der am meisten trainiert. Von klein auf, Bruder, ist er ein Perfektionist, was Musik angeht. Von klein auf, Bruder. Manchmal deswegen haben Releases lange gedauert. Weißt du, was ich meine? Manchmal zu lang, Bruder. Aber Bro, er weiß, was er will. Verstehst du? Und weißt du, wie krass es ist, wenn du schon in jungen Jahren weißt, was du willst, Bruder, in Sachen Musik? Bruder, ich wusste bis vor kurzem nicht, was ich will, Alter. Verstehst du? Das respektiere ich. Hart, Bruder. Hardcore. Hardcore. Ich bin aufgewachsen, Bruder, und habe diese Rap-Szene gesehen und das ist so viel einfach Plastik, Bruder. Plastik. Plastik-Freundschaft, Plastik-Loyalität. Plastik, alles Plastik, Bruder. Plastik. Du weißt, Bruder, Plastik hält zwar, Bruder, aber Plastik schmilzt doch bei Wärme, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Bruder. Lass einfach real sein, Bruder. Weißt du, was ich meine? Weshalb ich auch ein Interview mit dir mache, Bruder. Weil du bist real, Bruder. Dankeschön. Du bist keiner, der, Bruder, du wirst nicht aus meinem Mund raus sein, mit wem ich Beef habe, Bruder. Du wirst nicht aus meinem Mund raus sein, gegen wen ich was habe. Und verstehst du? Das ist bei jedem so. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es ändert sich hoffentlich durch euch Jungs, Durch uns, durch Bruder. die Durch Generation. uns. Ich als Rapper. Du als Journalist, verstehst du, was ich meine? Wir als gemeinsam, als Hip-Hop-Kultur, als Rap-Kultur, wir als Vorreiter, wir als Nachreiter, wir alle, Bruder, haben einen Teil dazu beizutragen. Es geht nicht um eine Person, Bruder. Es gibt keinen Rap-Präsidenten, Bruder. Dass du sagst, das ist der und, weißt du, was ich meine? Das war damals so bei Bushido, das war damals so bei Savage. Das ist heute nicht mehr so, Bruder. Das ist Stimmt. heute nicht mehr so. Ja. Damals hat man gesagt, Savage ist der King of Rap. Liebe Grüße an Savage. Bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich andere Namen erwähne. Ich habe die ganze Zeit früher in Interviews immer gesagt, nein, bitte keine Namen, dies, das. Lass uns offen reden, wir haben doch nichts zu verbergen, weißt du? Savage war damals der King of Rap. Bushido war damals unfickbar. Sido war damals alles immer noch lebende Legenden. Versteht mich nicht falsch. Aber Bro, es gibt nicht mehr diesen einen, der der krasseste von allen ist. Es kommt jeden Tag ein neuer krasser Bruder. Und jeder ist auf eine andere Art und Weise krass. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Jeder ist auf eine andere Art und Weise krass. Und ich glaube, das ist auch sehr gut so, weil somit hat man nicht mehr dieses,
diese Angst vom Thron gekickt zu werden. Es gibt nicht diesen einen King of Rap in Deutschland. Mhm. Die sind alle Kings, Bruder.